Der ist natürlich auch toll. Der hat auch was. Ja gut, der sowieso. Es geht jetzt immer im Wechsel. Einfach viel heller. Der übertrifft alles. Ich glaube, der Vogel ist der Inbegriff des Hellen. Alter. Man könnte jetzt das komplette Licht ausmachen. Hättest trotzdem noch genug Licht, um lesen zu können. Alter. Geiler Vogel. Hat zu viel Langeweile und Traumprüfung gemacht. Ja, gut, der ist auch hell. Aber ich glaube, der ist immer noch ein Stückchen heller. Ach ja. Er wird gänzlich aus. Natürlich. Natürlich, Mappa. Hat da jemand. Weiß ich, wohin damit. Scheinbar. Scheinbar. Also, ich habe 22.462. Jetzt kommt ihr! Alle haben mehr als ich. Oh ne, das habe ich rausgepackt. 14,5 Millionen. Niemand mag Angeber-Hybrid. Niemand. Ich weiß, ich habe gefragt. Alles gut. Nimm es nicht zu persönlich. Ich schaue nicht nach. Irgendwann. Wie sieht eigentlich die Agenda aus? Okay, Inis habe ich bald. Okay. Ich muss noch mehr fischen. Ein Neulingsring. Wo sollte man sich denn dann holen? Den Neulingsring. Ach so. Nö. Habt ihr schon was an den Ohren? Am Kopf? Oh. Könnte man jetzt auch anders auslegen? Ich habe mir den tatsächlich noch nie geholt. Oh. Der ist schön.
Die Rüstung ist mega schön. Ich habe noch so ein Behemoth-Ding für manche, wenn ich den irgendwann mal haben sollte. Irgendwann in 300 Jahren. Okay, ich bin in einem Schokomoppel-Po. Zerquetscht von einem Schokomoppel. Wer auch so einen weißen haben. Ich habe nur einen schwarz. Und einen gelb. Oh, das arme Ding, ey. Ja, doch. Da gerade nur, ich hätte das nicht ausgewählt, aber doch habe ich. Ich will auch. Hilfe auch. Manchmal bereue ich, dass ich jetzt diese Suchen mache. Nur manchmal. Ich habe nur leider keine andere Klasse im Angebot. Doch, Fischer. Ich wurde angerotzt. Wurde eiskalt angerotzt. Ach ja, Level 37. Weil die eigentlich eben schon mal nachgeguckt, aber egal. Passt. Mal sehen, wie viele Level wir heute schaffen. Ein paar Level sind bestimmt machbar.
Bei Pyros muss ich immer an den einen Boss aus Final Fantasy XII denken. Der ist nämlich auch Pyros. War aber ein Pferd. So ein Feuerpferd. Nö, wohl nicht. Nichts für mich drin. Nee, auch nichts für mich. Was für mich. Lächeln. Das ist dieses Questigetchen. Ich bin immer froh, dass Halatali nicht ganz so lang geht.
Erstes Level ab. 38. Sobald der hier auf 50 ist, gibt es die nächste Klasse. Danke, Mappa. Ich weiß noch nicht welche. Wahrscheinlich angle ich mich so von Gebiet zu Gebiet. Wahrscheinlich wird es entweder der Druide oder der Pikmin. Ist es einfach, wie gesagt, so eine Vermutung. Druide wäre auf der einen Seite natürlich gut, dann habe ich nicht so lange Wartezeiten. Dann geht das recht fix. Ich muss gleich unbedingt was zu trinken holen. Ein bisschen weg hier. Oh, Level up. Rolle? Was denn? Ja, da. Yay, Level 39. Danke, Zurat. Auch fürs Anniesen. Mann, ist das ein hässliches Outfit. Aber hey, ich habe es tatsächlich mal zusammenhängt, außer die Arme. Ich muss leider aber erstmal wieder los. Die letzte Schicht ruft mal wieder nach mir. Viel Spaß und Erfolg euch noch. Falls es nicht mehr so wild, macht nicht einen 24er drauf. Nicht nochmal, Albert. Nicht nochmal, nee. Es wird hoffentlich heute auch nicht ganz so lange wie gestern. Es sei denn, es kommen wieder Raids rein, ne? Wenn wieder Raids reinkommen, dann ist es wieder so eine Sache. Danke, Zurat. Danke fürs Mitkommen und für das Axolotl. Das ist so süß, da ist es. Axolotl. Ja, ich weiß, du bist immer noch mit der Kettensäge hinter mir. Ist ja gut. Ja, zerhackstücke mich. Ja, ist gut.
Druck. Mal um die Luft. Wieso noch keine Anteil? Was, weil ich den noch nicht gemacht habe? Ich kann den auch schnell noch. Ich habe halt kein gutes Outfit gerade dafür. Ich dachte, ich mache das in dann irgendwann mal. Warte. Stimmt, es gibt ja noch viele neue Optionen, ne? Das ist schön. Das ist schön. Okay, ich setze mich da mal. Nein. Schließen. Ja, schließen. Oh je. Oi! Sieht aber geil aus. Düster. Ah. Hat was. Hat was. Das Bild finde ich ja toll. Jo. Sieht gut aus. Meins weiter mal in Ruhe. Wenn ich das jetzt klemm habe. Weil mit dem, was ich da jetzt habe, das wäre jetzt nicht so. Ne? Da locke ich niemanden hinter dem Kaminfeuer vor. Rachi. Die ist halt einfach so schön. Der Wolf ist auch so schön. Oh. Bald. Vor allem bald, ne? Sie sagt bald. Es dauert mindestens noch ein Jahr bei meinem Spieltempo gerade. Weil alleine jetzt bin ich jetzt gerade bei 20 Stunden und 52 Minuten. Und ich bin immer noch bei dieser Quest. Vor Ifrit. Das läuft ja ganz gewaltig falsch. Vogel. Hübscher Vogel. Ich habe auch noch nicht so viel Spielzeit. Gesamtspielzeit 417 Tage. 2 Stunden, 18 Minuten. Nicht viel, sagte. Sagte. Nicht viel. Alles klar. Ich glaube, ich weiß gar nicht, auf meinem Main bin ich, also auf dem anderen bin ich, glaube ich, bei 200. Da bin ich, ja, müsste irgendwas bei 200 sein. Die Leute, die haben mehr. Aber die stehen ja auf 24/7 im Linse auf Karum. Ja, oder kleine Ladas, die sich ständig umbringen. Und in Gridania rumliegen. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen einen Lala da schon die ganze Zeit auf dem Boden habe liegen sehen. Ist mir auch immer okay. Und vor allem, der liegt da schon lang. Ich frage mich, manchmal gibt es eine Errungenschaft dafür, wie lange man tot am Boden liegt. Und die Waffe habe ich auch, glaube ich. Sieht zumindest so ähnlich aus wie die ich hatte. Aber nicht mit dem hier. Das ist ein geiles Outfit. Hexagimation. Ah ja. Sieht mega cool aus. Draus vom Weide kommt daher. Ja. Ah. Na, wen sind sie jetzt erst? Sind sie ja Gott sei Dank bei Fuji. Ja. Na? Ne. Gehst du ins Bett? Ja. Ja. Oh. Hör niemals auf damit. Ja. Ja, aber wirklich.
Wo kommt das denn her? Noch eine Katze. Jo. Mein Schatz. Ja, dufte. Den Porno sagt. Gut. Ja, und die Uhrzeit. Sagt Sure doch gerade. Sagt man kommt wie er. Und wo ist das Ponykorn? Den erwachsenen Sandman. Und wo ist das Ponykorn? Korn. Von Iron. Die läuft schon zur Zeit als Ponykorn rum. Mit dem langen Horn. Wer kommt früher? Ja, scheiße, wer kommt später beim Jagen gerade? Sehr geil. So, ich hau mich hin. Mach das. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, schön. Du Ach. Mm. Huch, ist ja keiner mehr da. Ja. Iron! Das ist das Ponykorn. Iron Musk! Was geht ab? So, dann geh ich mal ins Bettchen. Okay. Ja, gute Nacht zusammen. Gute Nacht. Bis dann. Bis für Sie. Wie lange musst du morgen arbeiten? Bis ich Feierabend mache. Das ist wann? Boah, Mappa! Ja, alles gut, Mappa. Bin gerade auf der Autobahn bei dir vorbeigefahren, die Tage. Stimmt. Ja. Mach's gut, schönen Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Nee, morgen weiß ich noch nicht. Also, bis ich Feierabend mache. Okay. Reibst du mir dann zwischendurch? Ja. Okay. Das ist gut. Na. Oh, ein Ohr. Nimmst du den Teller mit hoch? Ich komm zwar eh gleich nochmal hoch, weil ich was zu trinken brauche, aber. Okay. Haut rein. Machen wir. Hilfe. Wieder Schieber, dann kann ich ja jetzt schlafen gehen. Gute Nacht, Suret. Gute Nacht, Frisches. Gute Nacht. Aber danke, Suret, dass du noch vorbeigekommen bist. Auf einen Stück Visite. Und dass du mitgelaufen bist. Sehr, sehr lieb von dir. Auch wenn du mich zerhackstückeln willst. Ich kann es dir ja nicht mal verübeln. Ich kann es dir ja nicht mal verübeln. Einmal quer rüber. Ich glaube, ich mache Ifrit aber gleich tatsächlich mal nicht mit der Gruppensuche. Also zumindest gibt es von dir noch eine Spur auf Shiva. Ja, ich bin ja auch noch da, aber nicht mehr im Stream. Im Stream bin ich nicht mehr auf Shiva. Außer wenn wir aktuellen Story-Content machen. Wenn wir aktuell Story machen, also sollte dann der nächste Patch rauskommen und ich bin definitiv zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne? Dann passt das. In meinem Diarium. No! Oh, das klingt so niedlich gerade, ne? No! Aber ich bin doch auch so noch da. Der Scheiß ist doch noch da. Er wird doch auch noch gespielt. Doch. Er bleibt doch. Ich kann ja auch mal außerhalb der Gilde mal rumkommen.
Läuft einfach mit. Steht hier einfach vor mich, okay. Du Nacht, gute Nacht, Surette. Ist der Händler da? Jawohl, Kommandant, alles ist bereit. Gut, dann warten wir ab, bis sich die Schuppenviecher zeigen und treiben ihnen das Entführen aus. Jawohl. Da kommen sie. Kamehame. Und so. Was hat das zu bedeuten? Irgendwas stimmt hier nicht. Boah, ey, dieses Gesicht, ne? Das ist so. Mal zum Reinhauen. Habt ihr euren feinen Plan mit dem falschen zugeflüstert? Jetzt seid ihr die Gelackmeierten. Hallo Nox. Nachtwicht oder wie? Ja klar. Natürlich trinke ich was. Nox, wie geht's? Alles gut? Alles klar soweit? Nee, jetzt ist euch sicher klar, wie ich die Hampelmänner eurer Legion so lange umgehen konnte. Der gefuhr ein Verräter in den eigenen Reihen. Tja, war das wohl wer das wohl gewesen sein könnte? Muhaha, ihr Dummköpfe. Ich kannte jeden eurer wirren Pläne kaum, dass ihr sie aus eurem weichen Hirn gepresst hattet. Ich schicke dich dann morgen früh um 5 Uhr ins Bett. Na, um 5 Uhr werde ich selber im Bett sein. Also heute ist so 01 Uhr rum. Feierabend. Ist zumindest der Plan. Ja, dann will ich euch nicht länger aufhalten. Ihr habt ja noch was vor. Den Löffel abgeben nämlich. Ich versuche es zumindest, Nox. Ich versuche es. Bitte, sie gehören euch, liebe Freunde vom Stamm der Amidra. Bye bye. Lurk, hoffe, es geht dir gut. Ja, mir geht's super. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir auch. Und viel Spaß im Lurk. Wird erstmal alles kurz und klein geschlagen hier. Nein, nicht allzu lange. Ich versuch's. Wie gesagt, geplant ist 01 Uhr rum Feierabend. Ob ich schaffe, bleibt abzuwarten. Die letzten Tage waren ja auch immer viel mit Raids. Da wollte ich dann auch nicht immer direkt ausmachen. Deswegen, ich hoffe, dass ich heute zeitig ins Bett komme. Wobei ich mich auch immer über die Raids freue, davon ganz abgesehen. Also nicht heißt, dass ich da jetzt sage, ne? Bloß nicht. Ich habe dann immer nur ein schlechtes Gewissen, wenn ich direkt danach Feierabend mache. Deswegen bleibe ich meistens länger. Immer gucken. Puh. Aber ich glaube, heute werde ich eh nicht alt. Hier. Na, doch waren es 4 Tage? Nee, 3 Tage. 3 Tage hintereinander Stream ist halt auch schon heftig. Vor allem, wenn es dann immer recht lange geht.
Wobei es auch Spaß macht. Ich würde hier auch nicht so lange sitzen, dass es mir keinen Spaß machen würde. Ich habe einen Grund, lange wach zu bleiben. Was gibt's Besseres? Yay. Aber ich mache gleich eine kurze Pipi-Pause. Brauche nämlich auch noch was zu trinken. Hey, seid ihr vernünftig, hä? Huh? Pass auf! Na. Ja. Ein Schlafzauber. Rotti, rotti, pü. Los, nehmt sie mit. Ihr geht gefälligst auf eure eigenen Beinen. Abmarsch. Verräterischer Abschaum. Tja. Jo. Perfekt für eine Pinkelpause. Was wartet denn da? Ein Hermetika. 2 DDs. Okay, gut. Also, ich bin ganz kurz weg. Und bis gleich.